Guten Morgen. Herzlich willkommen. Good morning, Gäste, welcome, liebes, guests, liebes Publikum, dear audience, aus dem ganzen Land. From all over the country. It's really an unbelievable honor to be here today. And first of all, the speaker of the independent Waldorf Schools, the international coordinator, and those with a cool overview, Mr. Henning Kulak-Ublik, I want to present him. Dear, dear, dear guests, organizers and friends from all over the world. Before I say a few words, I want to say that I'm really happy that we also have some visitors here from the embassies from different countries that are based in Germany. So we can bridge the relationship to the people that represent their countries here in Germany. So, welcome. Today is a day where we just want to celebrate for real. And so this becomes reality. An infinitive number of people have prepared for months and dealt with the topic for years. How can we make the anniversary year of 2019 to a year where we look into our time, to embrace our time, and to bring our time forward? There's so much that we could also complain about what's not going right in our world. But there's a force, and this is a power that helps us manage all the necessities that we need. And this is the power of our own love and our own action and enthusiasm to do something. And this power, this is what it is about when we educate and raise children. That they learn to develop their own willpower, to trust to their feelings as an organ of perception of the world, and how they learn to trust their own thinking. So we're in the middle of our time, where you need to like, if you need likes to know whether you were right or wrong, then something went wrong. And we want to celebrate something today. And this is a privilege, the unbelievable happiness and joy that we can feel, that all over the world there are people working on those questions. And it also has an artistic expression, and we will see a lot of that today. In our first part today, this morning, we will see the pupils of the younger classes, and they also worked very hard for a long time in the background. In the afternoon, there will be different points. It will be about the thinking, about different questions, but not only. And there we also have many artistic shows. And in the evening, there will be pupils from many countries, from all over the world, to show us what they worked out. And this is really something, if you sit there and then you look at how different Waldorf education can be performed in different locations, that can make you very happy. But we intend that speaking in the first part in the morning and in the last part in the evening, we will reduce speaking so that you can see the children and adolescents, that you can enjoy the program. And I will also welcome all the pupils from all over the
from all different schools that are also here in the audience. I'm really happy about that. So now I hope that you are much more curious about what will happen, and have a good day. Und wenn das jetzt nicht schon unglaublich genug war, jetzt aber kommt was Einmaliges. Niemals hat jemand sowas erlebt. Ich in meinen ganzen Erlebnissen, ich habe die Worte nicht, um auszudrücken, was jetzt gleich kommt. Solche Größe, Poesie, künstlerische Freiheit habe ich mein Leben lang nicht erlebt. Und jetzt für die Englischsprachigen, this, what is now coming, this is the sublime, was? Was, das geht nicht. Was? Aber das ist schon seit 100 Jahren in der Planung. Das hat er gerade gesagt. Was? Aber was können wir dann machen? Und was? Oh, wie geistreich. Großartig. Das ist es. Wir machen es mit den Kindern. Die machen es auch viel besser. Auf jeden Fall. Die können das. Aber wie? Ich habe gesehen, dass ein paar Kinder da sind, aber sind sie vorbereitet? Ah, ja, ich weiß es. Es heißt Waldorf Wunder. Das ist, was jetzt gleich passieren wird. Ich weiß es, ich spreche es aus. Da sind sie. Das sieht aus wie die Kinder aus Potsdam.
Das war wunderschön. Beautiful. And next, they would have said that was beaut. We have an orchestra who've walked a very long way. Ein Orchester, die einen sehr, sehr langen Weg gemacht haben, um heute hier zu sein, aus Australien. Der Little Yarra Orchestra. Und Schüler aus Dahlem.
Dass so etwas so scheinbar Einfaches so viel in sich bewegen kann, ich habe jetzt wirklich Hunger. Jetzt. Ich hätte jetzt richtig, du auch. Oh, wenn er Hunger hat, das ist ganz schlimm. Da geht gar nichts mehr. Aber ich hätte auch jetzt richtig derbe Lust auf, was rieche ich da? Das riecht nach Popcorn, nein, Pfannkuchen. Pfannkuchen? Da. Oh. Es waren einmal drei alte Weiber, die wollten gerne Pfannkuchen essen. Da gab die erste ein Ei, da gab die zweite Milch und Mehl, da gab die dritte das Schmalz dazu her. Nun mengte die erste, es rührte die zweite, es gab die dritte den Teig in die Pfanne. Da zischt es und spritzt, da backt es und bräunt, da wärmt es wohlig warm und war zuletzt ein dicker, fetter Pfannkuchen und war zuletzt ein dicker, fetter Pfannkuchen. Doch eben, als der Pfannkuchen fertig war, da richtet er sich in die Höhe und beginnt zu laufen. Und der Pfannkuchen lief und lief und lief und lief und lief und lief und lief, kantapper, kantapper, hinein in den Wald. Da begegnete dem Pfannkuchen ein Häschen, das sprach: Dicke Pette Pfannkuchen, bliebs da, ich will dich fröten. Sprach der Pfannkuchen: Ich bin dri Ohlen, Wiewern und Lopen, und ich schelle die Häschen, wipstert nicht entlopen. Und der Pfannkuchen lief und lief und lief und lief und lief und lief, kantapper, kantapper, hinein in den Wald.
Da kam ein Wolf und sprach, dicke Pette Pfannekuchen, blieb stan, ich will dich fröten. Sprach der Pfannekuchen, ich bin drei Ohlen wie van Entlopen und Häschen wipstert und ich schelle die Wolf dickstert nicht entlopen. Und der Pfannekuchen lief und lief und lief und lief und lief und lief und lief, kantappa, kantappa, hinein in den Wald. Da kam eine Kuh des Wegs und sprach, dicke Pette Pfannekuchen, blieb stan, ich will dich fröten. Sprach der Pfannekuchen, ich bin drei Ohlen wie van Entlopen und Häschen wipstert und Wolf dickstert und ich schelle die Hus wipstert, nicht entlopen. Und der Pfannekuchen lief und lief und lief und lief und lief und lief, kantappa, kantappa, hinein in den Wald. Da kamen drei arme Kinder des Wegs, die hatten weder Vater noch Mutter und sprachen, Lefe Pfannekuchen, blieb stan, wir hebt noch gar nichts Eden kriegt, der ganze lange Tag nicht. Da lief der Pfannekuchen ganz vergnügt um einen Busch, um einen Baum und zuletzt mit einem Hopp den Kindern in den Korb. Da ließ sich der Pfannekuchen von den Kindern verschmausen. Kinder, doch nicht alle, nur drei, das ist die Aufführung jetzt heute. Schnell! Das war lecker. Jetzt sind wir gestärkt und tatkräftig. Und hört ihr das? Hört ihr das Klopfen? Das sind die Schmiede. Die Schmiede, was sie wohl geschmiedet haben.
Rennen herein! Ja, da sind sie! Habt ihr fertig geschmiedet? Ist der Eisen noch heiß? Kommt, kommt zahlreich und zeigt euch, was ihr geschmiedet habt. Wie dankbar wir sind. Wie dankbar sind wir für unsere Handwerke. Stellt euch vor, ohne Kleider stünden wir hier alle nackt. Ohne Bett könnten wir nicht schlafen. Ohne Haus und Dach über unserem Kopf würden wir uns erkälten. Und ohne Brot. Das ist undenkbar. Also, zu unserer Handwerke sind wir höchst, höchst dankbar. Also jetzt kommen die Schneider und die Tischler und die Maurer und die Bäcker. Thank you.
Henry. Bam, 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 bam. Danke an die Schüler aus Cottbus. Thank you.
Now, we have been asking ourselves for many, 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 many eons of time, where did all this come from? Wir fragen uns, wo ist das hier alles entstanden? Some say there is no beginning and no end. Manche sagen, es gibt kein Anfang und kein Ende. Some say there was a seed of light in the darkness. Manche sagen, da war ein Lichtkern im Dunkel. And some say it came from where Ymir lives. Manche sagen, es kam daher, wo Ymir hauste. Und jetzt werden wir es hören, auch in der Kalevala.
Anja. Jetzt, das war aus dem Land der tiefen Sonne, the land of the low sun. Jetzt, from the land of the rising sun, Schüler der Kyotanabe Schule machen Daiko. I hope I pronounced that properly. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe.
Thank you.
Et maintenant, pour tous les francophiles, für alle französisch Liebhabenden, une petite chanson, Voix sur ton chemin. Venez-vous, l'accord, oh, nous vous attendons. Nous sommes très, 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 très... Bonjour. Allô. Oh, is that from Dow? Und jetzt
In eine Welt der Kontraste, hell, dunkel, schwer, leicht, neu, alt, eine nouvelle création de Rob Barentsma, Old Dutch meets the lights of Berlin.
Danke. An diese Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, dass viele von diesen Kostümen, die heute hier sind, wurden natürlich von Eltern, Helfer der Eltern gemacht. Es gibt viele Helfer, die im Hintergrund sind. Und ich glaube, es wäre schön, die auch mal einen großen Applaus zu geben. Es kann sein, dass viele von euch auch da sitzen. Also gebt euch selber auch einen Applaus. Und, oh, die haben jetzt viele Matten hingelegt. Vielleicht ist das damit, dass ich so stolpern kann, ohne mich weh zu tun. Das habe ich natürlich jahrelang geübt. Was haben wir hier? Ein armes, verlorenes Teenager irrt hier in die Gegend. Thank you.
Wo kann man das sehen? Wo kann man das sehen? Where do you get to see something like that? So, now we have a very special guest. Wir haben einen sehr besonderen Gast. Das ist der Bundesabgeordnete für den Grünen aus Baden-Württemberg, Cem Özdemir. And I'd like to ask him on stage, bitte auf die Bühne kommen. Hallo. Ladies and gentlemen, dear pupils, dear parents, dear Waldorf community, congratulations for 100 years Waldorf. The congratulations first go to the share company, Waldorf Astoria AG, on the 17th of September 1919 in the city of Stuttgart. They founded the school. This was the foundation of the independent Waldorf school in Stuttgart. By now we have 1,100 other thousands of Waldorf schools and worldwide. You invited a non-Waldorf pupil for the keynote, and no, don't worry. There's no joke now with dancing the name or anything. I deliberately don't make this joke, but I still said it. So I want to say the congratulations also go to all other pupils and parents that don't go to a Waldorf school, and I'll tell you why. Because nobody can deny that state's school over the years have received the one or the other educational incentive from the Waldorf reforms. Today, thankfully, it's a given that the confession and religion and gender doesn't separate the pupils anymore, that crafts work is as important as mental work, work of the head, and then art and science and the criticism of questioning of the grading system is given. And I was impressed that the responsible teachers can also be the alternative to a lonely director of a school. The idea of the community school, which has more and more fans in different federal states, they can also be put in connection with reform schools and Waldorf schools. I would wish that at the Waldorf schools, one remembers what Emil Mold, the entrepreneur and philanthrop, what was important to him when he wanted a school for his employees, a school for all people without any class differences. In his cigarette factory, there was already a pension and a health insurance, cafeterias, and very impressively, the first works councils. The first works council in Baden-Württemberg. I think you can be proud of that. The idea to bring children from different social classes together, that they learn together, exchange experiences, make friends, and maybe regarding today's time, the vision that the child from the welfare person and from the head physician don't only go to school together, but they accompany each other lifelong and become friends. This idea is still modern, and nothing of this has lost its modernity. So I like
the approach of the intercultural Waldorf school very much. Our basic law 70 years ago in Article 7, it was a law to establish private schools. This means, in other words, that the federal states need to make sure that schools with special educational characterization like the Waldorf schools have enough state funds. Waldorf schools are, of course, without the first manager at the Ohlandshöhe in Stuttgart, Rudolf Steiner, they're not thinkable without him. Many of his ideas, that's how Winfried Kretschmann, the minister president of Baden-Württemberg, said it in his keynote in Stuttgart. They're still up to date today and forward-looking when I think about dealing with the ecological crisis regarding the biological farming, the banking industry, up to the reception of artists and authors like Michael Ende. But I think this also belongs to a day like this. Steiner was also a person with faults when I think about terms like race. In today's time, they are absolutely unacceptable. And regarding the racism and right-wing extremism, it's important to make it clear. And it's clear that racism doesn't have any space at any Waldorf school. And this is great. So I'm thankful that in Stuttgart the explanation of the that the German Association of German Waldorf School made clear that they are against every form of racism and discrimination. The practice of anthroposophic schools was always holistic. I want to take the opportunity, lastly, to address all teachers and everybody that's active at the schools. I want to thank you that our pupils like to go to schools. So thank you very much. Keep what's good about the old and take from the new what is good, nice, beautiful, and important, and what's good for us. And distinguish one from the other, because it's not that easy. You have the skills to do so. Our country needs children with empathy and a connection to nature. I think I can speak for everybody here that sometimes it's also the case that the children sometimes teach something to us adults, thinking of Fridays for Future. This is time to thank the children. Yeah, I don't want to say any more, but yeah, congratulations again for 100 years, Waldorf, and all the best for the next 100 years. Ich tanze, ich meinen Namen, ich mache mit mir.
Stört mein Bewusstsein und mein Körpergefühl. Egal ob Kunst oder Deutsch oder Mathe und Chemie. Am Ende ist es mehr als eure Knie. Я могу станцевать свое имя только здесь. Эпоха за эпохой живем, уже мой век. Неважно, кто ты, зачем, откуда и когда. Придешь в Вальдорф, станешь одним из нас. 66 nations, one school and one world. Waldorf 100, look at the world. 66 nations, one school and one world. Waldorf 100, look at the world. La 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 la. Often stay together from class 1 to 13. That's why we solve our problems as a community. We're neither crazy nor dumb, and we're not praying to trees. In total, we learn more than you can see. On a beaucoup de matières que les ne connaissent pas. Ce sont deux choses qu'on apprend plus à ces jours-là. Tricoter par exemple, on peut faire pour ça. La fin on dit c'est plus que rythme. 66 nations, one school and one world. Waldorf 100, look at the world. 66 nations, one school and one world. Waldorf 100, look at the world. Todo es muy feliz. Te enseñan ver las cosas desde otra raíz. Naturaleza hace del hombre un ser natural. La sociedad hace un ser social. Ich tanze, ich mein Name, ich mach eure Knie. Ich stärk mein Bewusstsein und mein Körpergefühl. Egal ob Kunst oder Deutsch oder Mathe und Chemie. Am Ende ist es mehr als eure Knie. 66 nations, one school and one world. Waldorf 100, look at the world. 66 nations, one school and one world. Waldorf 100, look at the world. La 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 la.
Thank you.
na 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 na. Hey! Hey Leute, wisst ihr, was ich grad tue? Ich rap vor 100.000 Leuten von der Waldorfschule. Das ist schwer vorstellbar, aber dennoch wahr. Diese Gemeinschaft gibt es jetzt schon seit 100 Jahren. Hey, Waldorf war gut für mich und so ein bisschen wär auch gut für dich. Waldorf, ein Blatt für Ass, Freundschaft der Beat und Liebe der Bass. Waldorf war gut für mich und so ein bisschen wär auch gut für dich. Waldorf, ein Blatt für Ass, Freundschaft der Beat und Liebe der Bass. Herzlich willkommen am Montag um 7:45. War zu spät, hab aber meine Wachsmalstifte mitgebracht. In der Pause war ich immer nur am Ballen. Früher Tischtennis und Fußball. Heute geh ich recorden, biologisch abbaubar. Philosophisch veranlagt. Mache einfach, was ich will. Hey! Habe scheinbar mein eigenes Bild. Ey, irgendetwas hält mich auf, irgendetwas bremst mich hier. Ich glaube, es liegt am Beat, der ist halt nicht von mir. Was so passiert, wenn wer auf seine Saat vertraut? Dank Professor Steiner, wegen ihm haben wir Gartenbau. Ey, wegen ihm haben wir Gartenbau. Und deshalb singen wir jetzt alle laut. Waldorf war gut für mich und so ein bisschen wär auch gut für dich. Waldorf, ein Blatt für Ass, Freundschaft der Beat und Liebe der Bass. Waldorf war gut für mich und so ein bisschen wär auch gut für dich. Waldorf, ein Blatt für Ass, Freundschaft der Beat und Liebe der Bass. Ey, ey, hey, hey, von Japan bis nach Chile. Wir sind keine Sekte, das nennt sich Liebe. Ich glaube, viele sind sich über eure Tmie nicht im Klaren. Wir tanzen dort nicht ausschließlich nur unsere Namen. Hab gelernt, Noten zu lieben, aber nicht in Form von Zahlen. Wäre auch sitzen geblieben, aber habt ja nicht die Wahl, denn wir sind out of the box, über den Tellerrand hinweg. Und täuschbar unterwegs, mit eigener Meinung im Gepäck. Thank you for coming and watching the show. Waldorf 100 all around the whole globe. See you tomorrow. Every Friday it's the same. It is Rap Mundwake and I can dance my name. War gut für mich und so ein bisschen wär auch gut für dich. Ein Blatt für Ass, Freundschaft der Beat und Liebe der Bass. Und so ein bisschen wär auch gut für dich. Waldorf, ein Blatt für Ass, Freundschaft der Beat und Liebe der Bass. Waldorf war gut für mich und so ein bisschen wär auch gut für dich. Waldorf, ein Blatt für Ass, Freundschaft der Beat und Liebe der Bass. Ja, vielleicht sage ich danke. Bitte einen ganz herzlichen Applaus für das tolle Projektorchester unter Leitung von Yaron Traub. Und bitte noch einen lauteren Applaus für unser fantastisches Chor aus Kleinmachnow, da ganz hinten. Und yes!
na 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 na. Na 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 na